Popmusik. Ich mag Popmusik. Alles wackelt. Ja, ich merke es auch gerade hier. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Ausgabe von Wie geht eigentlich Musik? Beim letzten Mal haben wir unseren Elektro ein bisschen geschwungen und dieses Mal machen wir die Türen etwas weiter auf, denn das Feld ist riesengroß. Es geht nämlich um Popmusik. Dazu muss man erstmal wissen, wo die herkommt. Also die kommt aus dem Rock'n'Roll und aus der Beatmusik und aus dem Folk. Also alles zusammen, püriert, ergibt. Das heißt, eigentlich ist es ja, also Popularmusik oder populäre Musik umfasst ja eigentlich ganz, ganz viel. Denn alles bedient sich ja irgendwie nach dem gleichen Schema. Und deswegen ist auch Schlager populäre Musik oder Popularmusik. Rock kann aber auch das sein. Also wir könnten quasi zusammenfassend sagen, jeder Schlagersong quasi ist ein Popsong, aber nicht jeder Popsong ist ein Schlagersong. Komplett richtig, Steven. Ich habe mir also gedacht, ich nehme einfach drei meiner Lieblings-Pop-Songs. Diese drei Songs sind nämlich I Can't Go For That von Hall & Oates, die eine der ersten Pop-Bands waren. Pumped Up Kicks von Foster the People als Indie-Elektro-Pop-Band. Und Feel Good Inc. von den Gorillas, die ja so ein bisschen Crossover-Pop-Hip-Hop-Dings-Zeug machen. Also ein bisschen speziellerer Pop, könnte man sagen. Und mischt die so zusammen, also die einzelnen Elemente daraus, und macht daraus einen komplett neuen Song. Und es gibt da jemanden, der genau das gleiche macht, nur mit unwahrscheinlich viel, viel mehr Songs. Und das ist nämlich Adel Tawil. Den kennt ihr vielleicht noch von Ich und Ich. Und am Ende des Videos, da gibt es noch eine kleine Mitmachaktion, ja. Hashtag unsere Lieder. Pass mal auf. Aber erstmal jetzt, Das Schlagzeug. Das Schlagzeug macht in meinem Songbeispiel eigentlich nichts Besonderes. Es spielt einen Upbeat, einen soliden, und der geht ungefähr so. Einfach wie genial. Was ist aber nun mit meinen drei Lieblings-Pop-Songs? Die kommen jetzt, denn der Bass spielt eine Kombination aus den Basslinien aus Feel Good Inc. von den Gorillas und Pumped Up Kicks von Foster the People. Und das klingt dann ungefähr so. Wo ein Bass ist, gibt es meistens auch eine Gitarre. Auch lustig, mit dem Echo. Was macht die? Die unterstützt den Bass, weil Foster the People halt, ne? Da, ihr kennt ja diesen. Die zweite Gitarre spielt eine kleine Melodielinie aus I Can't Go For That von Hall & Oates. Und, ja, hört doch mal. Wo wir gerade bei Hall & Oates sind, gehen wir doch direkt zum E-Piano. Das spielt nämlich ebenfalls aus I Can't Go For That einen gebrochenen Vierklang in der dritten Umkehrung, und zwar E6, bestehend aus von unten nach oben Cis, E, Gis und H, aber umgekehrt. Ach, schön. Synthi. Ich hatte mal wieder keinen Bock auf eine Überleitung. Aber egal. Wer braucht die schon? Das. Der. Der Synthi ist in diesem Fall ein Flächenpad. Das wäre wieder was für Fuja. Die mögen ja so flächige Scheiße. Und für das Format hast du einen Videopreis bekommen. Tja, diesen hohen flächigen Pad-Sound kennen wir nämlich aus Pumped Up Kicks. Hört mal hin. Ist eigentlich alles, was man für einen gesunden Popsong braucht an Instrumenten. Denn jetzt kommt der Gesang. Der Gesang ist normalerweise immer auf Hochglanz poliert, also quasi spiegelglatt gebonert. Man könnte fast sagen, er scheint breit wie ein Diamond. Aber nicht bei mir. Zumal ich ja sowieso Beispiele genommen habe, in denen der Gesang jetzt nicht so mega schön zu sein hat. Hinzu kommt, dass ich so einen Megafon-Effekt benutzt habe, wie bei Pumped Up Kicks und Feel Good Inc. She's breaking down on the camera's back. Robert's got a quick head. Theoretisch könnten wir das Soundbeispiel eigentlich jetzt so abfahren, aber Pop wäre nicht Pop, wenn es nicht Pop wäre, was keinen Sinn macht, weil Pop ja Pop ist. Also nein, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Also ich habe die drei Texte dieser drei Songs auch zusammen püriert, also Schnipsel so aneinander gesetzt, dass es halbwegs sinnvoll klingt. Achtet mal drauf, wie ungewohnt das klingt. Feel good.
So macht man also aus 3 Songs einen neuen. Und jetzt kommen wir wieder, jetzt schließt sich quasi der Kreis. Adel Tawil macht genau das Gleiche und zwar mit euren Lieblingssongs. Da schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was so eure Lieblingssongs sind. Und geht auf jeden Fall zur Telekom-Seite unsere-lieder.telekom-musik.de. Ist das lang, aber sinnvoll. Adel verpflichtet. Auf dieser Seite könnt ihr nämlich dem lieben Herrn Tawil die Playlist eures Lebens hinschicken, also zum Beispiel auch als Spotify-List und so. Und er macht aus allen euren Playlists und allen diesen Songs einen neuen. Und er wird wahrscheinlich wesentlich besser klingen als der Quartier. Alle Infos stehen auch nochmal in der Videobeschreibung unten und auf dieser Website. Und falls ihr das irgendwie twittern wollt oder so, dann benutzt den Hashtag unsere Lieder zusammengeschrieben. So, ihr könnt jetzt auf jeden Fall hier auf die Videos klicken und guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung und abonniert meinen Channel, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wie sagt der Mann immer, Däumchen wären Träumchen oder so. Telehutgas!